Der Rand des einstigen sokoliranischen Sektors wird von dem Destroyer Durox unter dem Kommando von Captain Beatrice erforscht. Die Scanner zeigen einen relativen Schiffsverkehr. Hauptsächlich sind es Frachter, die auf den Scans auftauchen. Um keine unnötige Panik zu verbreiten, befiehlt Captain Beatrice, das Schiff zu tarnen. Scarlet Engelchen, ich denke, es ist an der Zeit, dass du einen weiteren Lehrer bekommst. Du hast dein ganzes Potenzial noch lange nicht erreicht. Papa, was meinst du damit? Ich habe doch alles von dir gelernt. Engelchen, das hast du. Was ich meine, du solltest auf die Space Academy auf Antara gehen. Meinst du das wirklich? Aber das kostet doch so viel. Mit dieser Fracht haben wir genug verdient, dass du auf die Akademie gehen kannst. Aber was ist mit den Reparaturen? Du sagtest, die Triebwerke müssen überholt werden. Das stimmt. Für die Triebwerke ist noch etwas Zeit. Deine Ausbildung ist wichtiger. Ich möchte einen vollständigen Zustandsbericht dieses Sektors. Der Zustand des Schiffs, wir sind in Tarnung. Es gibt immer noch regen Transportverkehr. Dabei ist mir ein Frachter aufgefallen, der identisch mit dem ist, der Sie und den Admiral von Durox zur Raumstation Celesta gebracht hat. Des Weiteren habe ich einen schwer bewaffneten leeren Frachter ausmachen können. Er scheint keine genaue Route zu haben. Seinem Verhalten nach denke ich, man sollte ihn im Auge behalten. Claudia, dann tu das bitte. Ja, Captain. Auf uns kommt eine ungewöhnliche Barriere zu. Ja, ich sehe es im Scanner. Ich empfehle vollen taktischen Zustand. Major Jackson, Sie haben es gehört, voller taktischer Zustand. Jawohl, Captain. Voller taktischer Zustand liegt an. Was ist passiert? Papa! Papa, hörst du mich? Papa, bitte wach auf. Was mache ich jetzt? Papa sagt immer Ruhe bewahren. Nachdem Scarlet von einem lauten Schrei aus ihrem Schlaf gerissen wurde, stellt sie fest, dass die drei Besatzungsmitglieder und ihr Vater bewusstlos auf dem Boden des Mannschaftsraums liegen. Jetzt liegt es allein an Scarlet, den Frachter weiterhin zu steuern. Sie ist die Einzige, die dazu noch in der Lage ist. Was mache ich jetzt? In ihrer Verzweiflung sendet Scarlet einen Notruf. Hier ist der Frachter. Judy Lee, wir haben einen medizinischen Notfall. Wir brauchen dringend medizinische Hilfe. Wie viele Besatzungsmitglieder habt ihr? Mit meinem Daddy und mir sind es 5. Schick mir die Koordinaten, ich komme. Hier ist der Frachter. Judy Lee, wir haben einen medizinischen Notfall. Wir brauchen dringend medizinische Hilfe. Wie viele Besatzungsmitglieder habt ihr? Mit meinem Daddy und mir sind es 5. Auf dem Destroyer Durox lauschten alle gespannt den Funksprüchen. Claudia, die KI des Schiffes, analysiert anhand der Stimme das Alter von Scarlet. Die Stimme und die Reaktion des Captains des anderen Transporters ließen vermuten, dass er andere Absichten hatte, als zu helfen. Beatrice hörte ebenfalls mit und gab dem Piloten sofort den Befehl, zu den angegebenen Koordinaten zu springen. Das hört sich nicht gut an. Dieser Captain hat nicht einmal nachgefragt, was passiert ist. Wir sollten diesem Mädchen helfen. Sie ist in großer Gefahr. Meiner Stimmanalyse nach ist dieses Mädchen nicht älter als 14 Jahre. Ferner denke ich, dass dieser Captain ein Pirat ist. Jeder normale Captain wäre besorgt um seine Mannschaft und hätte gefragt, was passiert ist. Leutnant Blork, öffnen Sie ein Sprungtor und setzen Sie den angegebenen Kurs mit maximaler Geschwindigkeit. Wir setzen uns direkt über den Transporter des Mädchens. Dann enttarnen wir. Ich gehe davon aus, dass das reichen wird.
Schätzchen, du wirst jetzt deine Triebwerke ausschalten und mich an Bord lassen. Tust du das nicht, eröffne ich das Feuer. Egal wie. Ich bekomme deine Fracht. Du kennst diesen Frachtertyp anscheinend nicht. Sonst hättest du den Mund nicht so weit aufgemacht. Ohne weitere Vorwarnung fährt Scarlett ihre Geschütztürme aus und beginnt sofort auf die Triebwerke des Piraten zu feuern. Offenbar war bis jetzt dieser Transportertyp dem Piraten unbekannt. Sein rechtes Haupttriebwerk ist massiv beschädigt. Verdammt, du kleine Wildkatze, dir werde ich's zeigen. Der Destroyer Durox enttarnt sich direkt über dem kleinen Frachter von Scarlett. Der Pirat sieht in seiner Heckkamera ein Geschütz, das ebenso groß ist wie sein Frachter. Panisch versuchte er, dem Geschütz auszuweichen. Was ist das? Ich bin Claudia. Ich ziele mit einem meiner kleinen Geschütze auf dein Hinterteil. Wenn du nicht sofort verschwindest, blase ich dich aus dem Universum. Zisch ab. Verdammt. Dich schickt der Himmel. Wir haben deinen Notruf empfangen und sind gleich zu dir gekommen. Offenbar noch rechtzeitig. Im hinteren Teil des Schiffs findest du eine Hangarbucht. Sobald du vor der Hangarbucht bist, werde ich dich mit einem Traktorstrahl hereinholen. Im Hangar wartet schon ein medizinisches Team, deine Leute werden dann sofort versorgt. Danke, vielen Dank.